Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute mal ein paar Tipps geben, wie ihr mehr Schaden machen könnt an Gegnern. Aber bevor wir direkt dazu kommen, muss ich erstmal diese Kiste hier finden. Aber die scheint anscheinend unter mir zu sein. Glaube ich zumindest, dass sie unter mir ist. Da ist sie doch, genau. Und was ich aber da vorher nochmal anmerken wollte, ist, dass ich derzeit ein Gewinnspiel am Laufen habe auf meinem Kanal. Was ihr gewinnen könnt, ist 2x 10 Euro Paysafe-Karten, genau, Paysafe-Karten wollte ich sagen. Und einmal 20 Euro Paysafe. Also ihr könnt damit kaufen, was ihr wollt, ist mir völlig egal. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach ein Like da lassen. Natürlich Abonnent von diesem Kanal sein, einen Kommentar schreiben und die Glocke aktiv haben, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls mal die Abo-Box spinnen sollte. Ich muss jetzt nur noch ein paar Kisten suchen in Haunted Hills. Kriege ich den Typen? Kriege ich ihn? Vielleicht mit den Granaten? Sieht doch mal ganz gut aus. Er ist da hinten irgendwo, ne? Hä, wo ist er jetzt? Okay, er hat mir keinen Schaden gegeben. Das wäre auf jeden Fall ekelhaft gewesen. Aber irgendein anderer schießt auf mich. Aber ich weiß nicht, wer. Okay, ich weiß doch, wer. Ich weiß doch, wer. Aber ich habe nichts zum Bauen. Muss immer kurz Stein abbauen. Obwohl doch, ich habe wieder Materialien. So, und danach sage ich euch direkt, was denn die Tipps und Tricks sind, um... damn, hat er guten Loot. Geil. Okay, wir haben jetzt erstmal eine Shotgun. Dann haben wir eine Scar. Die Burst behalte ich noch, einfach weil da noch Munition drin ist. So, und was mich viele immer fragen, ja, wie machst du denn so viel Schaden? Oder zumindest, wenn ich streame, kommen auch einige Fragen auf, von wegen, ja, bei dir kommen irgendwie mehr Schaden, du hittest mehr oder sonst irgendwas. Und ich habe wirklich sehr, sehr einfache Lösungen für euch, aber sehr, sehr effektive Lösungen. Und ich sehe es immer wieder, wenn ich mit anderen Leuten spiele, wenn ich mit Abonnenten spiele oder, keine Ahnung, wenn mich jemand gekillt hat und so auf Glück. Und ich gucke dann bei dem zu und dann sehe ich das und ich denke mir so, oh, das ist richtig Krebs, was er da macht. Also wirklich unterste Schublade. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wirklich ein richtig guter Spieler bin, aber schlecht bin ich jetzt auch nicht wirklich. Ich habe schon das ein oder andere drauf, muss ich sagen. Manchmal hat man einen guten Tag, manchmal hat einen schlechten Tag. Das passiert, das ist bei jedem eigentlich immer so, also immer gleich. Manchmal spielt man halt richtig gut, manchmal spielt man halt richtig schlecht. Das kann man nicht beeinflussen. Man hat manchmal einen schlechten Tag auf jeden Fall. So, und ich sehe es aber immer wieder, wenn ich bei Leuten zugucke, dass sie sich drehen wie Bots. Also wirklich, wenn die einen Gegner sehen, dann drehen sie sich wirklich so. No joke, die drehen sich wirklich so. Und das verstehe ich nicht. Das Erste, was ich wirklich mache, wenn ich spiele, ist einfach mal erstmal die Empfindlichkeit wechseln. Weil, ey Leute, ihr müsst mindestens, also ich sag's jetzt mal so, es kann auch sein, dass einige Pro-Player unter euch sind, die wirklich mit einer richtig niedrigen Empfindlichkeit spielen. Aber meines Erachtens nach muss die Empfindlichkeit schon mindestens bei 5 sein. Ist es das Erste, was ich ändern würde? Einfach mal die Empfindlichkeit. Ich habe sie jetzt derzeit, ihr könnt meine Einstellung sehen. Ich habe sie derzeit, wo sehe ich das? Also ganz am Anfang irgendwo. 7. Ich habe sie derzeit bei 7 und ich finde 7 auch ganz in Ordnung. Also ich finde 7... Hä? Höre ich eine Kiste oder habe ich Halluzinationen oder so? Nee, okay. Also ich habe sie vielleicht ein bisschen höher als ihr. Kann sein, dass ihr sagt, okay, 7 ist mir viel zu viel. Das kann auch sein. Ich spiele halt mit 7. Ich finde es ganz entspannt. Ich habe früher mit 5, mit 6 gespielt. Nicht mit 5. Und ich weiß nicht, gehört diese Kiste auch noch zu Haunted Hills? Wenn nicht, wenn ja, dann ist gut. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech. So. Und seitdem ich die umgestellt habe, wirklich mein Aim definitiv besser geworden. Ich glaube, je höher man die Empfindlichkeit macht, desto weniger greift auch dieser Dings ein, sag schon, wie heißt das? Aim-Hilfe, also Zielhilfe, genau. Desto weniger greift sie auch ein, habe ich das Gefühl, weil ich kann jetzt irgendwie mehr variieren mit dem Jagdgewehr früher. Also als ich bei 5 meine Empfindlichkeit bei 5 hatte, konnte ich mit dem Jagdgewehr nicht spielen. Also es war richtig schlimm. Das war einfach wow. Nein. Und das nächste, was ich euch sagen wollte, wenn ihr mit der Shotgun schießt, ne? Ich weiß, man ist im Zweikampf und man schießt relativ schnell, einfach weil man den ersten Hit landen will. Aber Leute, wenn er vor euch da rumjumpt, also wenn jetzt so vor euch die ganze Zeit jumpt mit der Shotgun und schießt und sonst was, dann wartet ab, bis er irgendwie wieder auf dem Boden aufkommt und gibt ihm dann einen Schuss. Dass ihr nicht irgendwie so 3 Schüsse verschwendet ohne, also ihr habt ja auch diesen Reload-Moment. Bedeutet, ihr müsst einen ganz kleinen Moment warten, bis ihr nachgeladen habt oder bei der Pump ist das ja so, dass man halt eine Sekunde oder so warten muss, bis man wieder schießen kann.
Und den spart ihr euch dann. Wenn der Gegner den ersten Hit nicht gelandet hat, dann spart ihr euch den und könnt ihn dann richtig entspannt mit der Shotgun holen. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei Tipps, wie ihr auf jeden Fall mehr Schaden machen könnt als eure Gegner. Einfach, dass ihr mal in diesem Moment abwartet und dann vielleicht nicht als erster, aber als zweiter einen richtig guten Hit landet. Weil viele Leute spammen direkt und schießen und schießen und schießen, aber sie treffen nicht. Und das ist der Fehler. Ihr müsst auch mal ein bisschen abwarten. Man ist meistens in Panik, es stimmt schon. Also man ist aufgeregt, man will direkt diesen Typen killen. Aber entspannt euch einfach mal, bleibt ruhig in der Situation und versucht einfach mal ganz entspannt diesen Schuss zu landen. Welchen Tipp kann ich euch noch geben? Versucht so hoch wie möglich zu schießen. Also ob das mit der Shotgun ist oder mit der Burstwaffe oder so, versucht so hoch wie möglich zu schießen auf seinen Körper. So, den holen wir uns auch noch. Okay, hä? So. Okay, der hat auf jeden Fall... Warte mal. Hat er irgendwie Schildis oder so? Dann holen wir uns seine kleinen direkt, seine kleinen Schildis. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, die Schüsse immer hochhitten. Ihr habt gesehen eben, das ist noch ein kleiner Tipp. Die Sache ist, diese Tipps richten sich eher an die Leute, die noch Anfänger sind, die wenig Erfolg haben. Der Typ hat zum Beispiel gepiekt und hat geschossen. Ich habe abgewartet, bis ich seinen Kopf sehen konnte und dann habe ich straight auf seinen Kopf geschossen und da habe ich 2 66er Hits gelandet und der Typ war down. Also der hatte gar keine Chance. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ihr müsst nicht immer der Erste sein. Abwarten und Tee trinken. Das ist mein Motto. Ihr müsst nicht immer direkt schießen, wenn ihr einen Gegner seht. Wartet ab, bis ihr diese perfekte Position habt und ihn perfekt treffen könnt. Oder wenn er sich perfekt zeigt, so wie zum Beispiel seinen Kopf, dann geht in die Hocke, zielt, dann ist euer Kreis kleiner. Oder dann könnt ihr halt zumindest besser zielen. Und die Treffgenauigkeit ist dann halt auch besser. Ist hier oben was? Nein. Wow, okay. Da drüben sind auf jeden Fall... Links habe ich einen Schuss gehört. Aber drüben sind auf jeden Fall Gegner. Irgendwie Angst hier hochzugehen. Weil der Typ hat sich über mir so eine Base gebaut. Ich verstecke mich erstmal hier drinnen. Weil ich weiß, dass nach der Zone noch irgendwelche Leute kommen werden. Bin mir ziemlich sicher. Da sind Bandages, brauche ich aber nicht. Ich habe 2 Kits. Theoretisch könnte ich ein Kit nehmen eigentlich. Oh Junge, was war das? Es leben auch nur noch 9 Leute. Es leben nur noch 9 Leute. Das könnte sogar noch ein Sieg werden in dieser Runde. Ich bin mega gespannt. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wird das ein Sieg noch. Aber was sind das für Geräusche? Sind das diese Meteoren, die einkrachen? Oder die Kometen? Oder was ist das? Hört ihr das? Das hört sich so krank an. Egal, wisst ihr was? Wir pushen einfach. Obwohl, nee, wir müssen in die Richtung. Okay, wir pushen doch nicht. Kleine Planänderung. Wir pushen doch die... Wir pushen doch nicht. Nein, wir pushen nicht. Wir gehen darüber. Wir spielen das Ding safe und wir holen den Sieg. Und während ich das sage, kassiere ich einen Sniper-Schuss. Ich kenne das. Also ich sehe es schon kommen. Aber es leben auch nur noch 8 Leute. Also wir können das echt holen. 3 Kills ist jetzt zwar nicht so viel, also es wäre jetzt kein Sieg, worauf ich richtig stolz wäre, aber Sieg ist Sieg, würde ich sagen. Und da ist Action, wenn sich die 2 battlen, einer stirbt und ich den einen noch hole, dann könnte das ganz gut werden. Oh Junge, hier ist einer. Aber der ist da nicht mehr. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Okay, wir machen das jetzt so. So. Ich muss das Ding jetzt holen. Oh, habt ihr es gesehen? Ich habe zwar jetzt nicht so hoch geschossen, aber trotzdem einen richtig guten Hit gelandet. Ist da irgendwas Nützliches oder... Kleine Schildtränke. Hä, wieso konnte ich da nicht mehr reingucken? Haben die das gefixt? Kann das sein? Das ist ja richtig unnötig. Oh, wow. Ich habe jetzt keine Sniper. Da war eine Sniper. Hätte ich sie mal bloß mitgenommen. Guck, Leute, ich habe ihm einen Schuss gegeben. Okay, er war auch wirklich relativ low, glaube ich. Aber ein Schuss und ich habe 60 Schaden gefühlt gemacht, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Also einen richtig guten Hit gelandet. Und wir können jetzt noch diese Runde holen. Oh, er hat mich gesehen.
Okay, wir sind jetzt an nicht, einer nicht so guten Position. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen dumm. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen Deckung suchen. Einfach auch mit dem Baum. Da links ist er. Er kommt schon. Das Ding ist, er denkt auch, wir sind dumm. Komm, wir gehen jetzt hier runter. Überraschen ihn von der Seite. Ich weiß nicht, ich sehe ihn nämlich. Oder ich werde jetzt von hinten gesniped. Oh. Fuck, ich habe den Schuss nicht mehr landen können. Es war einfach zu kritisch. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Es war aber zu kritisch. Auf jeden Fall Props an ihn. Er hat das gut gemacht. 8 Kills hat er schon. Gönne ich ihm auf jeden Fall. Das war's von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit den 3-4 Tipps, die ich euch gegeben habe. Befolgt die Leute und glaubt mir, in Zukunft werdet ihr besser sein. Das Wichtigste ist wirklich abwarten, Leute. Abwarten, abwarten, abwarten. Nicht immer zu gierig werden. Einfach manchmal abwarten und dann werdet ihr auch schon erfolgreich sein. Und ansonsten sage ich, ja, macht bei dem Gewinnspiel mit, bei dem derzeitigen Gewinnspiel, könnt ihr auf jeden Fall Sachen gewinnen, die ganz nice sind. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.